Wir stehen hier vor einer Zunftlade. Die Zünfte entstanden im 12. Jahrhundert. Die Mitglieder eines Handwerks oder eines Gewerbes, das waren Meister, Gesellen oder Lehrlinge, schlossen sich freiwillig zu Verbänden zusammen. Und diese Verbände wurden geregelt durch Vorschriften, sprich Zunftrolle, die Ausbildung der Mitglieder und die Ausübung des Berufes. In der Zunftlade wurden Zeugnisse, Innungsschriften, Geld und Privilegien aufbewahrt. Und nun ein Blick, wie gesagt, in die Lade selber. Diese Schmiedemeisterkunst war gravierend. Mit einem Schlüssel konnten sie 12 Zungen bewegen. Exzellente Schmiedemeisterkunst.